Hallo, ich bin Ilja. Wir haben gerade das Thema Kinderrechte. Ich habe das Kinderrecht, wie Sie schon auf meiner Hand sehen, Spiel und Freizeit, weil ich sehr gerne mit meinen Freunden draußen spiele und ich möchte, dass jedes Kind eine Chance dazu hat. Wie ich auch gesagt habe, schon auf meiner Hand steht das Kinderrecht, Spiel und Freizeit, weil ich finde, es ist am wichtigsten, weil es mir einfach Spaß macht und jedes Kind wirklich eine Chance dazu haben sollte. Hallo, ich bin Fiete. Wir haben im Moment das Thema Kinderrechte. Ich habe das Kinderrecht elterliche Fürsorge genommen, weil ich finde, dass jedes Kind sowas haben sollte. Zum Beispiel Essen oder Trinken oder ein Dach über den Kopf. Hallo, ich bin Michael und aktuell haben wir das Thema Kinderrechte. Ich habe mich für das Kinderrecht Gesundheit entschieden, weil ich finde, dass die Gesundheit eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Mein größter Wunsch wäre, dass einmal in jedem Land jedes Kind gesund ist und gesund bleibt. Hallo, ich bin Manuka. Wir haben aktuell das Thema Kinderrechte. Ich habe das Kinderrecht Spiel und Freizeit, weil ich es einfach wichtig finde, dass Kinder Freizeit haben und dass sie auch Spiele spielen können, zum Beispiel mit den Eltern oder mit ihren Freunden. Hi, ich bin Sabrina. Und ich bin Luisa. Stellt euch die Kinderrechte vor, die wir am wichtigsten finden. Zum Beispiel das Recht für Gleichheit. Jeder Mensch hat verdient, gleich behandelt zu werden. Ich finde das Kinderrecht gewaltfreie Erziehung sehr wichtig, da sich die Kinder meist ein Vorbild von den Erwachsenen sind. Das waren unsere. Stopp! Ich hatte gerade raus! Ach ja, stimmt, haben wir vergessen. Insal, meistens Gesundheit. Ich finde es halt doof, dass die meisten halt nicht an die Gesundheit anderer denken und einfach den Müll mal nach draußen werfen. Andere Kinder davon müssen sowas haben und die meisten davon, zum Beispiel manche Brote werden weggeschmissen, da muss man auch mal an die Umwelt denken. Und die meisten Kinder, wovon ihr es vielleicht nicht wisst, aber die werden halt einfach krank und ja, die Eltern können jetzt bezahlen für den Kinderarzt. Das waren unsere Kinderrechte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!